Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Part von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Im letzten Part haben wir noch ein paar Upgrades gemacht, beziehungsweise wir waren bei einem Waffenhändler, haben uns hier noch ein paar neue Sachen geholt für die Goldmünzen, die wir unterwegs auf unserer Reise bisher gesammelt haben. Dann sind wir noch weiter vorangeschritten und haben noch einiges über die Story rausgefahren. Unsere Freundin, Stiefmutter oder wie man sie auch nennen möchte, gehört offenbar auch zu der Trinity-Organisation. Und dann wurden wir geschnappt und hier in diese Zelle geworfen. Nun versuchen wir jetzt auszubrechen. Eventuell sogar noch mit ein paar Verbündeten. Mal schauen, wie das jetzt Ganze hier so läuft. Wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Wir haben noch kurz im letzten Part hatten wir noch das neue Outfit, was ihr gesehen hattet. Das war das Soldatenoutfit, das wir uns gekauft haben, soweit. Hier können wir Sie suchen offenbar was dasselbe drehen. Wissen, etwas, was wir Ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. Okay, nee, schauen wir mal, dass wir jetzt hier rauskommen. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Ich finde, weiß ja auch nicht, die Typen finde ich schon irgendwie jetzt so auf den Anblick schon ein bisschen sympathisch. Es ist einfach so leicht, also man bekommt hier wirklich alles vorgegeben, wo man was machen muss. Vorsichtig. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Ganz schön eng. So, sie haben uns natürlich entwaffnet, deswegen brauchen wir das hier alles. Sehr schön, es sieht einen mir Weg nach raus? Seilpfeilen Nein, aus. aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Endlich die Seilpfeile, da habe ich mich schon drauf gefreut. Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Hat geklappt. Können Sie da raus? Alles natürlich so perfekt dargelegt, dass wir hier wieder ausbrechen können. Halt! Befreien Sie mich! Ich kann helfen! Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. So,
So, ich denke, das sollte mal reichen und fallen. Jetzt haben wir wieder einen neuen Verbündeten. Vielleicht diesmal einen richtigen, nicht einen Missionsgeber. Mal schauen. Haben wir noch was? Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Die Aufzeichnung des Trinity-Anführers offenbar. Haben wir unser Pist gleich auch wieder? Ja. Ah, alles liegt hier greifbar bereit. An deren Stelle hätte ich das Zeug gleich einfach komplett vernichtet. Aber naja, so ist das halt in den Spielen. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Gut. Hier haben wir noch was, oder? Können wir hier rein? Da hockt hier jemand. Ne, ich glaube, der hat seine besten Tage hinter sich. Jetzt will ich noch was, ob wir da rein können. Vielleicht hier. Ich habe so eine Idee oder Ahnung, dass wir den Dietrich vielleicht noch brauchen. Naja, hoffen wir noch nicht. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Das schaut aus, als ob wir darüber könnten, oder? Offenbar noch nicht. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Narben. Es war ein Arbeitslager. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Okay, mal etwas über Anna herausgefunden. Was haben wir denn hier? Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott, das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Da haben wir noch ein bisschen Gesichtsstunde, schauen wir uns gleich noch an. Ich will noch diese Kiste hier schauen. Ein weiteres Teil von unserem Compound-Bogen. So, dann machen wir es mal eh hier weiter. Dann schauen wir uns die Gesichtsstunde hier weiter an. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Das war's doch wohl mit der Geschichtsstunde, oder? Naja, scheint so. Gut, nee, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Gehen wir weiter!
Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Posten 2, letzte Heli gestartet. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Mehr Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling geschnappt. Erwarten wir noch andere? So, wir haben ja einige Leute. Ich würde sagen, wir schalten erstmal hier die oberen aus. Hier scheint sehr leicht zu erreichen zu sein. Dann machen wir hier noch einen. Und hier da oben der letzte. Der ging daneben, aber jetzt. Genau, das war der dritte Headshot, aber jetzt ist gleich hier runtergefallen. Gut. Gut, Leute, dann sind wir jetzt eigentlich schon in dem Zeitbereich, würde ich langsam sagen. Dann würde ich sagen, im nächsten Part räumen wir hier noch auf ordentlich und schauen, wie die Story hier weitergeht. Gut, dann sage ich schon mal wieder schön. Sorry, dann sage ich wieder tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Rise of the Tomb Raider. Bis dann und ciao.